Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken mal wieder ins Hebeldepot von der Aktionär und mein Gast an meiner Seite heute ist Maximilian Völkel. Guten Morgen, Maiko. Hallo Maximilian, wir sehen hier jetzt schon die ersten Werte, die sich im Depot befinden. Es ist ein bisschen leerer geworden, denn in der Vorwoche, da hat ja Kollege Bergmann schon 2 Werte verkauft, aber 5 sind noch dabei, auf die wollen wir jetzt mal eingehen. Vertex als ersten Wert. Da sehen wir jetzt einen Plus mittlerweile von 3,1%. Hat sich ein bisschen volatil zuletzt gezeigt, die Performance ein bisschen geschwankt, aber alles in allem wahrscheinlich zufrieden. Genau, es ist relativ wenig passiert zuletzt bei Vertex in der aktuellen Marktphase. In der volatilen Marktphase hat sich auch Vertex als Tech-Wert, Biotech, hat sich auch volatil gezeigt, aber die Pipeline ist weiterhin gut, die Wachstumsaussichten sind gut, man ist besser positioniert als die Wettbewerber und von daher gehen wir schon davon aus, dass bei Vertex jetzt, wenn sich vielleicht auch der Markt wieder etwas beruhigt, wieder nach oben ausbrechen kann und sind hier weiter zuversichtlich und bleiben hier an Bord. Und auch klar, noch ein kleines Minus ist immerhin noch übrig geblieben, von daher alles okay. Wir schauen auf Evonik. Das ist so ein bisschen das Sorgenkind des Depots. Es ist recht deutlich noch im Minus, aber das Minus ist kleiner geworden im Vergleich zur Vorwoche. Jetzt sind wir nur noch bei minus 53%. Es war schon mal schlimmer. Ihr haltet aber trotzdem weiter dran fest. Genau, bei Evonik ist es ein Call. Von daher ist es inzwischen relativ weit aus dem Geld. Deswegen, sollte es mit der Evonik-Aktie jetzt wieder nach oben gehen, kann es auch relativ schnell gehen, dass der Schein eben wieder zulegt. Und da wir jetzt zurzeit relativ deutliches Minus haben, hier hat die Aktie aber einen Boden gefunden, bleiben wir vorerst an Bord und setzen einfach darauf, der Schein läuft noch bis Anfang nächsten Jahres. Von daher sollte es durchaus möglich sein, wenn das Marktumfeld jetzt sich aufhält, dass es auch wieder in den Bereich der Hochs, im Bereich 32,50 Euro eben geht. Es ist auch so, in der Chemiebranche, BASF hat zuletzt schon behauptet, die Strafzölle, sollte es welche geben aus den USA, würden sich kaum auswirken. Von daher dürfte das auch auf Evonik zutreffen. Und von daher sind wir noch relativ zuversichtlich, dass es die Chance zumindest gibt, dass sich dieses Produkt nochmal erholt. Vom schlechtesten Wert kommen wir auch gleich zum besten. Siltronic läuft weiterhin sehr gut. Gestern ist es mal in Sachen Performance unter die dreistellige Prozentmarke gefallen. Aber jetzt, nachdem auch heute der Gesamtmarkt wieder mitspielt, hat man wieder 120%, glaube ich, mittlerweile. Genau, Siltronic als Tech-Wert. Das war einfach so, am Ostermontag wurde in den USA die Tech-Werte abverkauft. Das hat sich jetzt die letzten Tage auch in Deutschland etwas niedergeschlagen. Siltronic nach der beeindruckenden Rallye eine Konsolidierung, allerdings auch mehr oder weniger überfällig. Heute aber bereits wieder deutlich im Plus und man sieht es hier in dem Bereich 139, 140, wo wir uns jetzt wieder befinden. Sollte es einen Boden finden, sollte es wieder nach oben gehen und mit einer freundlichen Marktstimmung weiterlaufen. Denn Siltronic ist trotz der Rallye nach wie vor moderat bewertet und die Wafer für die Chips sind einfach notwendig für die Megatrends, sei es E-Mobilität, sei es autonomes Fahren, Industrie 4.0. Hier wird überall die Produkte von Siltronic benötigt, von daher Gewinne laufen lassen. Einen Wert aus der allerersten Reihe gibt es ja auch im Depot, SAP aus dem DAX. Wie läuft es denn hier? Genau, bei SAP, man sieht es hier, Anfang des Jahres deutlich unter Druck geraten. Inzwischen hat sich aber ein Boden gebildet im Bereich zwischen 80 und 85 Euro, sage ich mal. Von daher, wir bleiben hier an Bord. Wir sind zuversichtlich, dass die Aktie zurzeit zu günstig bewertet ist. Im Cloud-Bereich winken hohe Margen. Es ist ein attraktives Wachstumsfeld. Von daher SAP top positioniert, Weltmarktführer. Wir bleiben hier an Bord und setzen darauf, dass die Bewertung jetzt wieder anzieht. Einen letzten Wert haben wir noch. Das ist der Nordic Fish Farmer Index. Können wir leider nicht abbilden. Deswegen sehen wir jetzt einen Wert aus diesem Index hier, Marine Harvest. Und für den Index und auch für die Aktie läuft es echt gut. Genau, die nordischen Fischaktien haben sich auch in der volatilen Phase zuletzt sehr stabil gezeigt. Man sieht es hier, Marine Harvest stellvertretend. Der Chart ging jetzt sehr konstant nach oben. Auch die anderen Aktien, zum Beispiel Leroy Seafood oder Salmar, schauen richtig gut aus. Sie haben alle in den letzten Monaten oder Wochen sehr gut zugelegt und hier sollte es so bleiben. Die Lachspreise ziehen an, die Nachfrage ist da. Von daher guter Index, gutes Produkt und wir sehen es hier. Wir sind trotz des schwierigen Marktumfelds seit dem Einstieg, wir sind ja erst seit gut 2 Wochen dabei, schönes Plus. Von daher alles gut beim Fischpharma-Index. Also 4 Werte im grünen Bereich, nur Evonik hinkt dem Ganzen noch ein bisschen hin und hinterher. Wir schauen uns jetzt mal die Gesamtperformance an, da sieht es jetzt noch nicht ganz so schön aus, aber zumindest auch im Vergleich zur Vorwoche ist das Minus ein bisschen kleiner geworden, da waren wir noch bei über 19. Genau, wir sehen es einfach in der aktuellen Phase, teilweise auch schwierige Entscheidungen, sehr hohe Volatilität ist eben zurzeit schwierig, aber wir haben jetzt auch noch Geld in der Kasse. Von daher sollte es jetzt die Erholung geben. Der DAX ist ja heute endlich mal wieder etwas stärker. Kann es durchaus sein, dass wir hier auch neue Produkte aufnehmen und setzen wir darauf, dass es auch schnell wieder in Richtung grüne Vorzeichen geht. Dann sind wir gespannt, ob auch schon in der nächsten Woche hier vielleicht neue Werte vorgestellt werden. Danke erstmal für heute. Danke auch, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.